Dann schreiben wir den ersten Raja 1030 nach Prosperans Fall, irgendwas um die 16. Stunde. Und die Gruppe trifft wieder zusammen, nachdem sie einmal über den Fluss übergesetzt ist, beziehungsweise im Bauernhaus erste Informationen geholt hat. Ah, eine gute Nachricht, Freunde. Ja. Ja, ihr seid nicht den Humerian begegnet. Oder Nein. seid ihr? Nein. Nein, nur einem Haiwesen. Einem Richtig. Ach, Menschenwesen. das war das. Wir haben schon gedacht, das wäre irgendwie so eine Dimensionsfalte. Ja, ich musste es ein wenig beleidigen. Dann konnte Rafim ihm schön einen einschenken. Bah! Mit dem Schlaghring. Sehr gut getroffen. Aber das war nicht die gute Nachricht, von der ich verkünden wollte. Ach Nein. so, Kurtan, eine Alraune bitte. Natürlich. Ja, kugeln wir an und was wird brauchen. So, ich fädel damit ein bisschen Luft rum. So, das müsste reichen. Yasina, geht es gut? Sie hat uns begrüßt. Sie war sehr angetan von der Situation offensichtlich. Ihr ging es auf jeden Fall gut. Und sie hat uns dann direkt zu Hammer gebracht. Ja, und dann haben wir ein bisschen mit ihm gequatscht. Also auf jeden Fall mit ihm gequatscht. Und ich habe kluge Einwände gegeben und das Beste für uns herausgehandelt haben wir gemeinsam. Und dann hat er uns darüber informiert, dass hier ein Drache ist. Ja, es ankam. Ungut. Aber er wird trotzdem kämpfen, hat er gemeint. Also nicht jetzt und nicht hier gegen Lesankan, aber irgendwann. Hat der Lessan-Khan nicht auch noch ein Wörtchen mitzureden? Ich weiß nicht. Aber nun, noch hat er wohl keinen Grund, Hafaks Truppen anzugreifen. Naja, es ist ein Geschenk. Ja, also ich würde mich freuen, also freut ihr euch bestimmt auch. Isarun, Sulamin, ihr dürft eine Paktiererin umbringen. Was? Hä? Also hier, Hast die du uns eine Anführerin. mitgebracht? Nein, die ist Nein, hier. die Anführerin der Amazonen, weil dann kann Hafax angreifen. Und dann greift er nicht Ilsur an. Ja, Ja. das hat Was? Rafim Noch mal ganz. von vorn. Das sind noch ein paar mehr Amazonen. Ja, ihr müsst nur die Anführerin umbringen, die anderen werden sich dann gegen hier den Dicken wenden. Oh je, ist da irgendwie sowas Rituelles? Müssen wir dann irgendwie Blut Nö, trinken oder so? nein, ihr könnt ja einfach von hinten den Mengbiller in den Hals rammen. Ja, ihr Das müsst. klingt besser als im Zweikampf gegen eine Schwarzamazonenkönigin. Ja, tötet sie einfach. Ich glaube, das war die Bedingung dafür, dass, naja, Ilsur stehen bleibt. Na, dann kann nämlich Genau. der Angriff beginnen. Und ich Also, habe mir gedacht, das kriegt ihr beide hin. das ist Hafaks Forderung, oder wie? Genau. Ja, also vorne, ja schon. Es war unsere Übereinkunft, dass wir das so handhaben. Aber ich habe euch noch was anderes mitgebracht. Hier, das sind zwei Rüstungen. Könnt ihr anziehen, dann könnt ihr da einfach reinmarschieren. Oh, die müffeln ja furchtbar. Die sind Ich echt, nehme oder? an, die Frauen sind darin gestorben. Das ergibt Na gut. Sinn. Also ich finde es ja, die haben doch eigentlich einen ganz schönen Schnitt, oder nicht, Bolters? Mit dem Ja, Brustpanzer. also ich bin jetzt kein Experte, was das angeht, aber ich denke mal, Abelmir könnte die auch tragen. Was? Na Nein. ja. Ich passe hinten und vorne nicht hinein. Die Rüstungen der schwarzen Amazonen sind der Optik ihrer weißen Geschwister wohl nachempfunden, allerdings mit scharfen Dornen und Zacken verziert, genauso wie ihre Waffen und geschwärzt, sodass sie allesamt sehr schwarz, brutal, grausam aussehen und tatsächlich auf das Blutvergießen ausgelegt sind, damit sich das Blut eben auch in diesen Lederrüstungen festsaugt. Ja, also ihr geht dann da rein, bringt die Frau um, kommt raus. Dann, Abelmir, du musst schwarzes Licht zaubern. Dann greift Hafax an. Schwarzes Licht? Ja, das ist das Signal. Die Frau heißt, wie war das denn noch? Chavida Saba irgendwas. Ja. Die müsst ihr töten.
Gut, aber wir sollten schon irgendwie ihren Namen kennen, wenn wir dort vorsprechen müssen, oder? Ja, gesagt, Charizard, Chabaiba, Saba. Al-Chadida, Saba und dann käme der Name ihrer Mutter. Genau. Der Name ihrer Mutter wurde ersetzt durch den Namen des Gegners. Ah, okay. Ich habe ihn jetzt bewusst nicht ausgesprochen. Ja, sehr vernünftig, Boltok, sehr vernünftig. Ja, und ich nehme an, wenn ihr damit fertig seid und der Angriff begonnen hat, dann befreien wir den Idioten. Wo ist er denn eigentlich? Guter Punkt. Wir haben ihn tatsächlich beobachtet, wie er mit einem Haufen Reichtümer oder so etwas in den Keller des Wirtshauses gebracht wurde. Oh, habt ihr Reichtümer gesagt? Ja, so Dinge eben, glänzende. Ja, wie geht's ihm? Naja, also, er hat wohl seinen Arm verloren. Oh, welchen? Den ganzen? Die goldene. Oh. So, ich konnte jetzt keinen Arm erkennen, aber der Ärmel, der hing da noch so rum. Das ist nicht gut. Das ist tragisch, ja. Oh, das wird seine ganze Position versauen. Oh. Wir sollten uns darauf vorbereiten, ihn womöglich heraustragen zu lassen. Also, das ist ja schon ein schwerwiegender Verlust. Ja, das ist richtig. Wo treffen wir uns, wenn irgendwas schief geht? Hier? Nun, wir sollten vielleicht erst einmal darüber reden, wie wir ihn da herausboxen. Also ich weiß, dass es ein kleineres Fenster gibt. Eventuell könnte man das ja verbreitern. Das müssen wir uns vielleicht mal anschauen. Nun, ich denke, hineinzukommen wird das nicht das Problem sein. Herauszukommen ist eher die größte Schwierigkeit. Vielleicht sollten wir einmal den günstigsten Weg von diesem Gasthaus zur Palisade oder so auskundschaften. Wir sollten vor allen Dingen herausfinden, wie die Wachwechsel sind, wie die Runden sind, welche Abstände die Wachen haben. Also, ich weiß nicht, warum du das rausfinden willst. Wir befreien den, wenn Hafax angreift. Da wird kein Wachwechsel mehr stattfinden. Das stimmt wohl. Da wird hier eine Schlacht stattfinden. Was ist mit dem Drachen? Oh, naja, eigentlich wäre ich dafür, ihn sofort zu töten. Was, wenn er, nun ja, das Gasthaus beobachtet, den Hort seiner Zukunft, ihren Schätze? Naja, also da wird eine riesige Schlacht stattfinden, aber mir, wenn du mir zuhören würdest, bei der er vermutlich teilnimmt. Er ist ein Drache, er kann nicht mehr als eine Sache sehen. Ja, aber... Gut, dann müsst ihr vielleicht zaubern. Das ist doch meine Idee. Ja, Abelmir, dann musst du zaubern. Nun gut. Dann... Also, ich schau mir diesen Keller gerne einmal an. Vielleicht fällt mir ja was ein. Welchen Keller? Da, wo Jalan sitzt. Ja, und wie willst du dir den anschauen? Ja, von außen, hat Isarun doch gesagt, da ist so ein kleines Fenster. Ja, erinnerst du dich noch, Boltax, dass du vielleicht ein bisschen auffällig bist? Ja, dann nehme ich die Kapuze. Boltax. Ja. Was wollt ihr denn wissen? Ja, ich hätte ihn mir einmal angeguckt, wie er gestützt ist, ob es eventuell Wände gibt, bei denen man einen Durchbruch machen könnte, solche Sachen eben. Was man so weiß, wenn man sich mit Bergbau auskennt. Ich habe für euch gefragt, ob er aus Stein ist oder aus Ziegeln. Ah, oh, das ist gut. Und woraus ist er? Aus Stein. Die Vorstellung von Ziegeln schien den Mann zu irritieren. Ah, ist es gemörtelter Stein? Ist es einfach nur gehauener Stein? Wie sieht es denn aus mit gewissen Stützbalken, die eventuell wichtige Teile abstützen, wenn man sie entfernen würde zu einem Einbruch des darüberliegenden? Mörtel ist nicht dabei, das ist hier nicht üblich bei Kellergeschossen. Einfach nur aufgeschichtet. Wunderbar. Das sollte ich hinkriegen. Naja, ich denke, dann warten wir jetzt einfach hier, bis ihr beide mit eurem Attentat fertig seid. Weil bis wir das schwarze Licht drüber sind, passiert eh nichts.
Gut, ihr könnt euch ja schon einmal in Position bringen, also die, die unauffällig dorthin gehen können. Ja, du kommst da schon hin. Gott an. Natürlich. Ja, und wir sind hier und das sehen gut. Ja, und sehen gut aus. Mhm. Muss ja auch jemand. Ja. Ihr macht das großartig. Finde ich auch, Boltax. Wir machen das sehr gut. Ja. Dieser Ohn. Einfach reinstechen. Goa findet das gut. Er lächelt auf euch hinab. Ja. Oh, eine Sache noch. Als wir drüben waren, da sind uns ein paar Gestalten begegnet. Elite der Elite, die nennen sich Dunkle Helden. Ah, unsympathische Truppe. Was ist denn das für ein blöder Name? Ja, was weiß ich denn? Wir hatten einen Golem dabei. Klingt nach einem Haufen Idioten, aber ja. Gut. Denkt ihr, die kommen jetzt rüber und wollen uns auf die Mütze geben, oder wie? Nein, die bringen die anderen um. Aber irgendwann wollen sie uns dann bekämpfen. Haben sie gesagt. Na gut, können sie sich hinten anstellen. Ja, die sahen jetzt nicht so fähig aus. Also, wir sind besser. Die haben nicht mal Sammelkarten. Das macht den Unterschied. Gut, dann werden wir uns wohl einmal umziehen, oder? Göttin, ist das schwer. Flamin hebt die Rüstung mal prüfend hoch. Kommt der Stachel jetzt nach innen oder nach außen? Wenn er nach innen guckt, klopfen wir ihn platt. Oh, ich finde, das sieht doch gar nicht. Naja, ein bisschen viele Stacheln vielleicht, aber ansonsten. Ich glaube nicht, dass ich damit kämpfen kann. Also nicht im Ansatz, so wie sonst. Vermeidet das Kämpfen vielleicht. Ja, hackt einfach den Kopf ab. Genau, das hat er empfohlen. Der Kopf muss ab. Ja, wenn sie es einrichten lässt, auf jeden Fall. Na gut. Kann euch da oben leider, oder wo auch immer ihr hin müsst, ich gehe mal davon aus, irgendwo. Ja, die wird nicht im Erdgeschoss worden. Dann auf jeden Fall nicht unterstützen. Weil, naja, ich bin ja nicht da. Das heißt, ihr müsst das in einem sauberen Abwasch hinkriegen. Ach, Boltax, die kriegen das schon hin. Das ist eine Paktiererin. Ja. Das hält doch Isa ohne Zulamin hier auf. Nein, ich weiß, das wollte ich auch so nicht sagen. Aber ich kann halt nicht für Stille sorgen oder so. Deshalb. Ach. Die kriegen das schon hin, Boltax. Die sind schon groß. Chor lächelt auf euch herab. Na, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Richtig. Die Magda Leonata, Bosporanisch für Schlechterinnen der Löwinnen, auch Schwarzamazonen genannt, müssen ihren Ursprung auf Kurkuma Amazon zurückführen, als diese der Illusion der schwarzen Göttin und dem Einfluss des späteren Heptarchen Xeran verfiel. Einige wenige Amazonen blieben danach der Überzeugung, in der schwarzen Göttin das wahre Wesen Rondras entdeckt zu haben, und verließen ihr Volk. Die Zahl der Magda Leonata beträgt etwa 150 Frauen. Ihr Hauptsitz ist in Keshal Ishayasahin Sheyagan, das ehemalige Löwenstein im mendenischen Forst. Aber kleinere Verbände sind an verschiedenen Orten stationiert, vor allem in Mendena selbst. Obwohl die Magda Leonata beinahe vollständig Belhalha-Paktiererinnen sind, sind sich die meisten dessen gar nicht bewusst und glauben an ihrer Sicht an die schwarze Göttin, für die es einige Umschreibungen wie die schwarze Löwin oder die Wolkenfetzerin gibt. Ihr Glaubensbild dreht sich um Stärke, bedingungslosen Siegenswillen und das Ausleben von Jähzorn oder Rachsucht. Den Idealen Rondras wird absichtlich gelästert, Opfer werden lange grausame und ohne Gnade gequält. Auch Eigenverstümmelungen gehören zur Glaubensauslebung. Wenn ihr das Heerlager in Rüstung wieder betretet, könnt ihr erkennen, wie wohl weitere Amazonen das Lager betreten haben und gerade ihre Reitzantimen vorne anbinden. 25 Stück sind neu eingetroffen. Die perfekte Tarnung. Ja, Isarun atmet einmal tief durch und
gibt sich eine Körperhaltung, die sie als schwarz-amazonisch empfindet. Irgendwie sehr arrogant, herablassend. Versucht sie dann auf das Tor zuzuschreiten und die umgebenden Männer keines Blickes zu würdigen. Ja, Zulamin schließt dich an, schlägt noch so ein bisschen einen Bogen, dass es wirkt, als würde sie gerade von den Zantim kommen und nicht aus einer anderen Richtung. Und dann hoffen wir mal, dass noch ein paar andere in unsere Richtung gehen. Ja, ihr könnt dann eine 20 Schritt lange Rampe, die recht steil nach oben führt, hinauftreten. Und die Tore zur Burg, zur Zollmauer sind dann auch geöffnet, sodass ihr dann die Eingangsetage betreten könnt, die Eingangshalle. Würfelt mal bitte auf Menschenkenntnis, denn ihr spürt die Blicke von anderen Amazonen auf euch. Wie sie euch mustern, begutachten, abschätzig. Schwestern, unbekannte Schwestern. Zulamin kann es erkennen und nach einem kurzen Augenblick wird es auch Isarun klar. Die Anführerin der Amazonen aus Mendena wird wohl euch zugenickt haben mit einem wissenden Blick. Und wenn ihr sie anseht, könnt ihr auch sehen, wie sie mit einem Finger auf eine der Treppen, der Außentreppen zeigt, wo ihr dann nach oben kommt. Sie hat einen abgeschlagenen Löwenkopf auf den Schultern und ihr könnt wohl auch hören, während ihr euch ein bisschen merkwürdig im Inneren umseht, wie dabei wohl der Name Nakika Bärenfang gemurmelt wird. Lamin hatte erst an eine Verwechslung geglaubt und eher so, um die Tarnung aufrecht zu erhalten, genickt. Aber jetzt guckt sie erstaunt und folgt der zweiten Geige der Magdalenata. Isarun nickt der Frau kurz zu und wendet sich dann auch recht schnell in Richtung der Treppe, um keinen weiteren Verdacht zu erregen, sondern einfach so zu wirken, als ob sie genau wüsste, wo sie hin wollte. Ja, wenn ihr die Stiege nach oben getreten seid, steht ihr in einem Flur, zentraler Raum, von dem sich aus viele weitere Räume in das Stockwerk ergeben. Es gibt auch eine weitere Treppe, die wohl weiter nach oben führt, wohl auch nach außen auf eine große Galerie, die ihr von außen auch erkannt hattet. Viele Räume und zu eurer Linken befindet sich wohl ein größerer Saal. Viele Frauen, die auch um euch herum gehen. Hier unten gibt es wohl weniger Zantim. Die stehen alle in der ersten Etage. Jetzt seid ihr in der zweiten wohl. Aber dafür könnt ihr einige Schädel erkennen. Höllenschädel, die mit ihrem glühenden Leuchten nicht wirklich eine Fackel sind, aber doch tatsächlich als so etwas missbraucht werden. Die Kroborim, die hier mit ihrem fahlen Glimm das Ganze erhellen. Das heißt, wir sind jetzt mit der Frau in so einer Art Bankettsaal? Nee, ihr seid noch in einem Flur, ihr seid aber auch nicht Nakika gefolgt, denn sie zeigte nur nach oben mit einem wissenden Blick nach dem Motto, da oben findet ihr das, was ihr sucht. Sie selber ist nicht mitgekommen. Dieser Bankettsaal oder so, müssen wir da hindurch oder geht es noch irgendwo weiter oder auch weiter hoch? Also ihr könntet auch nach draußen treten, jetzt gerade in einem Flur mit 1, 2, 3, 4, 5 Türen, die abführen. Weitere Gesindetreppen, die wohl wesentlich schmaler sind. Und wenn ihr in dem Flur euch umseht in Richtung der großen doppelflügeligen Tür zum Saal hin, könnt ihr dann noch durch echtes Butzenglas hindurchschauen und seht dort eine große, lange Tafel, die den Raum dominiert. Einige Jagdtrophäen, Bildteppiche. Ich glaube, ich würde dann erst einmal nach draußen treten. Da ist so ein Wehrgang oder sowas, ne? Ja. Gibt es dort anwesende Personen? Ja. Drei Schwarzamazonen, die hier mit Speeren bewaffnet sind und euch anschauen, zunicken. Schwester, ist sie da? Wen sucht ihr? Die Königin? Wen denn sonst? Die Kaiserin? Na gut. Tja, ich drehe mich wieder um und gehe hinein.
Ja, so stehst du wieder im Flur. Und wenn du dem Blick durch die Tür, durch das Butzenglasfenster folgst, kannst du an der Tafelseite auch eine schwarze Amazonin erkennen, die grausam gerade etwas isst, das mittlerweile sieht das noch nach Fleisch aus, was sie sich roh in den Mund schiebt. Und auf der anderen Seite einen gehörnten Zand, der ihr beim Essen zusieht. Ansonsten ist sie alleine. Der eiserne Schmetterling. Charizard Chadida Sabah Belhalha. Ich werfe Sudamin mal einen Blick zu. Sudamin zuckt die Schultern. Alleine. Nicht ganz. Iserun hat ein leises Wispern. Du könntest die Rüstung auch ausziehen. Ja. Wie ist sie denn dort positioniert in diesem Bankettsaal? Also kann sie die Türe einsehen? Kann sie Fenster einsehen? Wie ist das? Sie sitzt aktuell hier und hinter ihr gibt es Fenster, vor ihr gibt es Fenster. Der Zand sitzt hier in der Ecke und sie könnte zu der Tür raus, sie könnte zu der Tür zu euch rein. Jetzt durch das Butzenglasfenster kommt auf den Winkel an, in dem du zu ihr reinguckst, könnte sie dich auch sicherlich erkennen. Vor allem könnten auch jede Menge andere Leute reinkommen, also von allen Seiten und steht ja jetzt auch die Tür offen. Während ihr die Situation analysiert und nachdenkt, was tun die anderen? Boltax, Abelmir, Rafim. Nun, ich warte. Und Abelmir. Nun, wir sollten uns vielleicht das Gasthaus mal näher betrachten. Vielleicht fällt uns etwas ein dazu. Ja, das wäre möglich, aber dann fallen wir auf. Also, ja, richtig. Und wenn wir etwas trinken gehen, fallen wir nicht auf. Abelmir, ich bin 2,50 Meter groß. Wie viele andere Leute kennst du, die 2,50 Meter groß sind? Und ich bin 1,50 Meter groß. Naja. Nun, dann vielleicht sollte ich alleine gehen. Das wäre ja eine Möglichkeit. Lass dich halt nicht vermöbeln. Ja, abstechen. Ja, oder ertränken. Ich versuche mein Bestes. Oder in ein Fass mit Säure stecken. Ja, das solltest du auf jeden Fall vermeiden. Nun, dann wünsch mir Glück. Und wenn du schon die Möglichkeit hast, oder einmal an dem Kellerfenster vorbeikommst, und einmal da rein blicken kannst, dann mach doch eine kleine Übersichtszeichnung. Vielleicht können wir damit etwas anfangen. Ja? Natürlich. Gut. Eine gute Idee. Und was macht ihr inzwischen? Ach, ich will das gar nicht wissen. Ich sitze hier und warte. Ja, viel mehr ist ja nicht zu tun. Ja. Na gut. Dann wünsche mir Glück. Ich würde dann losspazieren zum Gasthaus. Das ist wahrscheinlich relativ leicht zu finden. Ich war schon mal da. Und kann man drumherum gehen oder ist das so wie so eine Reihe irgendwie? Oder? Ja, du kannst drumherum gehen. Dann bist du direkt an der Palisade dran in der Wehrmauer, aber es ist eine sehr schmale Gasse und wenn du da hingehst, kannst du wohl auch sehen, wie hier viel Urin geflossen ist. Und das Kellerfenster ist zwischen der Palisade und genau der Wand. Furchtbar, was man alles tun muss hier. Ja, ich muss mal meine Uniform so ein bisschen anheben. Das fand ich nötig wahrscheinlich, aber rein philosophisch, psychologisch meine ich. Und mich dazwischen mal quetschen und mal probieren, zum Fenster zu gelangen, zu diesem Gitterfenster. Ja. Währenddessen bei Boltax und Rafim. Ihr sitzt immer noch im Wald. Abelmir hat euch vor ungefähr 10 Minuten verlassen, die er dann auf das Gasthaus zugegangen ist. Da könnt ihr etwas rascheln hören. Das? Ja, ich weiß nicht. Aber mir auch nicht. Nein. Ich würde mal gucken, was ich sehe.
Ja, Sinnschärfeprobe. Vor allem auch auf Hören. Sicht können wir dann später dazu nehmen, aber wir sind im Wald und da hört man vor allem Dinge. Ah, das sieht nicht gut aus. Gemurmel. Und du kannst dann wohl dich in die Richtung Dustin, ziehst Raffi mit über einige Stückchen, die dann umgangen werden können, damit ihr selber nicht knackt, und könnt dann sehen, wie hier wohl eine, naja, eine Armee ist es nicht, aber ein Halbbanner mit 25 Menschen sitzt, die hier im Wald abgekauert sind, nur ein paar Meter neben euch, die sich zu unterhalten scheinen. Sie sind nur in graue Roben gewandet und haben Schnürschuhe aus so holzigen Skiern an. Eine sehr bunte Mischung. Der einzige, der ein bisschen auffällt, weil er keine graue oder braune Robe trägt, ist jemand mit einer grünen Robe, und zwar eine Drakoniterin.